versucht zumindest alles in Rot zu kaufen oder zu haben. Oder halt die irgendwelche Spezialfarben, weil der das geil findet, die zu kaufen. Okay. Ja. Vielleicht Zellon-Unternehmen oder sowas, aber kurz aus normaler Hof ja nicht, oder? Als Genau. normaler Hof nimmst du es eigentlich, das was Standardfarbe ist, wenn du das nicht mehr zahlst. Wieso fahrt ihr jetzt mit dem Gruber? Weil mit dem Klicklinker funktioniert GPS nicht beim Client. Okay. Die sind zu faul zum selber fahren, heißt das. Markus ja auch, fährt ja auch mit GPS. Ja, aber das ist was anderes. Ja, ist das denn anders als bei mir? Ja, weil Markus drin sitzt. Ah, mit der Scheibenegge, pf. So ungefähr Wir so wie, stehen keine sogar an Ahnung, wenn jetzt. du mit kleinen Fingern die Erde tust und dann wieder raus und dann wieder mit den kleinen Fingern die Erde haltest. So viel bringt die Scheibenegge gerade. Überhaupt beim Mais. Du kannst pflügen. Ja, wir haben einen großen 6-Meter-Pflug nicht. Ja, ist ja wurscht, wir haben aber einen, den kleinen. Ja, den Fischer haben wir. Bin Da der voll. Abstand. Am besten noch mit dem Oder bist du? Okay. Quest-Track davor. Bin voll. Ja. Da funktioniert GPS ja wieder nicht, das ist scheiße. Musst du von Hand machen. Mit dem Klicklenker, mit Ja, wieso Tastatur. nicht? Geht eh. Ich muss ehrlich sagen, die sind im LS15 so schön zum Fahren worden. Wenn ich mir noch anschaue, wie damals. Im Gegensatz zu vorher schon, aber. Wer ist nicht? Ich finde die immer noch kacke. Weil du nicht an einer Stelle stehen bleiben kannst. Ja. Aber bei Drive Control gibt es auch irgend so ein Modul wie Autos, der halt, dass er nicht zurücklenkt. Ja, aber das ist dann. Das ist halt das Problem. Es gibt nicht das, wo es super Ach so, jetzt kann funktioniert. keiner reinziehen oder was? Oh, dann ein Auto, oder? Ja, du kannst ja nicht ziehen. Wenn er denn zuhört. Ich hoffe, dein Auto hört zu und der soll dich dann reinziehen. Weil ich kann dich jetzt nicht ziehen, sonst muss ich rausgehen. Ist das der Sephemion oder Ja, so? genau. Wow, ich kann noch nicht mal mehr Fernrichter vergeben. Oder der Pixel vielleicht kann, ist der da? Auch nicht, oder? Nein, Wenn nur nicht, ein mache ich es in Auto. der nächsten nächsten Bahn, wenn es gar nicht geht. Kannst du als Streamer Fernrichter vergeben? Ich weiß nicht, was ich für Recht dagegen kann. Ja. Ich glaube, ich kann gar nichts. Ja, du kannst ziehen und ich glaube, du kannst die Fernrichter geben. Ich finde das so deppert. Ich habe jetzt Moderator und das Einzige, was ich geben kann, ist Talk Power. Ja, der Moderator finde ich hier selber komisch eingestellt. Ich So. verstehe nur nicht so ganz, wo bei dir, User was moved to wofür your der channel. zweite Mod ist und der erste. Hallo. Was da groß der Unterschied ist. Dann, Hallo. als. Hallo. Hallo. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe irgendeine Idee gehabt, warum ich zwei machen wollte. Es war so. Der eine Moderator soll für Streaming-Sachen zuständig sein. Und der zwei zwei Moderator, der soll nur so Streaming-Sachen können und der Einser-Moderator soll nachher so der Hauptmoderator sein, was halt nachher auch zusätzlich noch Rechte geben darf und sowas. Das war, glaube ich, die Idee dahinter. Halt, dass der Einser, halt der Zwei-Moderator, der oder sozusagen Stream-Moderator, der kann ziehen sozusagen und kann Dogpower geben und so, aber keine Rechte vergeben. Das heißt, dass der erste bringt sowieso nichts, weil ein Auto da ist mitzuarbeiten. Ich glaube, der war auch auf dem alten schon mit zur Welt mit drauf, oder? Ja, schon klar, Ja. aber er ist ja nicht immer da. Und deswegen wird es trotzdem mit mehreren sein. Das war Servus ja eine David, Zeit lang willkommen im Stream. ein Riesenproblem, dass auf dem Teamspeak einfach keiner da war, der die Fremdrichter gegeben hat. Ja, das muss man eh schauen, dass man das nachher, aber da muss man halt, gerade wenn er aktiver wird, ich weiß nicht, dass nachher 4, 5 Moderatoren, das reicht vollkommen oder muss reichen. Ich glaube. Ja, kommt drauf an, wie die Online-Zeit ist, reichen 3, 4 Stück. Ja. Wie voll seid ihr denn da hinten? Wie sieht das denn 80 aus? Prozent. Glaube ich nicht. Und ich mache jetzt 180 Grad Training, weil du stehst sowieso falsch. Ich habe schon zweimal vorgewendet jetzt. Wow, jetzt steht da direkt dahinter. 96, na, geht sich eh nicht aus. Das ist ein Stunt, was sie macht. Machen wir 180 Grad, oder? Ja, hattest du vor? Ja.
Das ist auch so. Mit irgendwem habe ich gespielt, der hat es nicht hingekriegt, mit dem Hexer zu drehen, ohne in mich reinzufahren. Und ich bin schon stehen geblieben. Und Servus Apfel, willkommen im Stream. Ist der abgefahren und hat es nicht geschissen gekriegt, nicht mit dem Trecker mir reinzufahren. Nee, das Problem ist einfach halt, du musst wirklich, wenn du es einmal kapiert hast, sozusagen alle das kapiert haben, wie du fahrst, halt, dass die Abfahrer wissen, wie der Drescherfahrer, wie der Häckslerfahrer fährt und der Häckslerfahrer ungefähr auch die Abfahrer kennt. Ja, dann und wenn geht's. Der Häckslerfahrer nicht immer links und dann auf einmal wieder rechts fährt. Ja, das kannst du nicht, kannst nicht machen, halt, du musst immer gleich fahren. Du kannst doch stehen bleiben. Franzi. Ja. So. Wie viel habt ihr jetzt? Habt ihr das erste Silo schon voll? Nein. Wie viel ist denn da drinnen circa? 60, 70 glaube ich so. Okay. Aber jetzt geht gerade einiges rein bei dem Feld, oder? Zwei Längen und du bist voll. So Pi mal Daumen. Wie werde ich gerade nicht so voll? Ich bin jetzt bei 40. Weil da eine... 84%. Nein, da ist keine Spur eigentlich. Ich weiß nicht, wieso du da jetzt nicht so voll wirst. Vorhin hatte ich 50%. Vielleicht wird es ja noch auf dem Stück. Na, oh ja, das sind schon... Du musst ja rechnen, Vorgewinde sind zweimal weg. Und das sind ja, fast okay. 50, halt, das passt schon. Zwei Längen und du bist voll. Dann halt der Nächste kann sich jetzt immer eigentlich so hinstellen. Also okay, doppler dir. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ihr habt sehr unterschiedliche Füllvolumen. Ist ja nicht gleich. Ich glaube, der Bergmann und der große Strautmann da, der Wagen sind ziemlich ähnlich, meine. Der andere hat nur weniger. Der schafft keine ganzen zwei. Der andere ist auch zwei, nur ein Zweiachser. Ja. Und kein Dreiachser. Aber ich wollte nicht von denen zwei kaufen oder sowas. Bin gespannt, ob noch eine Nachfrage heute kommt. Dass wir verkaufen können nach oder sowas. Ja, wir haben ja was, 1,3 Millionen Weizen oder so. Halt, ich würde jetzt als nächstes Rüben ansehen, oder wie? Ich glaube, das ist ja ganz gut. Wahnsinnig. Und dann machen wir, schauen wir noch, dass wir einiges verkaufen mal und machen dann noch eine Forstaktion am Schluss oder so. Ich weiß zwar noch nicht, der wie Markus ganz genau, aber... sich noch viel vor. Silage-Nachfrage. Ja, Silage-Nachfrage wäre aber jetzt noch sinnlos, weil bis das sozusagen siliert ist, dauert es eine Zeit. Und Silage-Nachfrage. Dann bekommst du das mit einem Radler auch nicht. Ja, bringt auch nichts bei einer Silage-Nachfrage. Weil wir haben eine BGA-Extension drin. Erstens einmal das und zweitens, du hast auch noch zusätzlich nur einen bestimmten Verbrauch in einer Stunde von der BGA und du kannst ja nicht so viel reinkippen wie bei einer Verkaufsstelle. Ich finde das eh sinnlos, dass du bei Silage eine Nachfrage hast. Silage-Nachfrage ist die sinnloseste Nachfrage, was sie einbaut haben, meiner Meinung nach. Ja. So, Dotti, kannst du schon ranfahren. 93 hat er. Im Endeffekt kannst du durchziehen. Durchziehen. Ja, du musst auch durchziehen, wenn du voll bist. Ja. Wenn er ranfahrt. Wenn es da fast stehen bleibt, gefühlt. Ach Gott, ach Gott. Dem Unfollow, no, no, no. Gibt es zwar die Einblendung leider, weil das das Tool nicht erkennt, keine Ahnung wieso. Das ist bei Twitch besser. Ja, es ist aber auch nur das beim. Ich habe das bei anderen schon mitbekommen. Das Problem ist, dass Hitbox den Alert raushaut irgendwie. Und deswegen funktioniert es nicht. Halt. Ja. Ein Deep Streamer erkennt das zum Beispiel, teilweise. Wenn ich alles über Deep Streamer, aber ich weiß nicht, ob ich die Einblendung. Ich finde das halt scheiße. Ich finde das Tool eigentlich ganz praktisch vom Tracks. Aber ja. Als nächstes kommt die Benzinnachfrage. Das wär's noch. Ja, dann brauchst du aber eine so Benzinherstellung. Nein, da fährst du nachher mit deinem T8 hin und verkaufst den Benzin bis auf 2 Liter und am nächsten Tag fährst du wieder hin und tankst wieder. Geht ja gar nicht, hast ja Diesel drin. Ja, ist ja das gleiche. Bestimmt. Kannst du mal ausprobieren bei deinem Auto. Im Benziner Diesel rein tun? Ja, kein klar. Problem, kein Problem. Diesel kannst du nämlich verbrennen, du kannst nur nicht in einen Dieselmotor Benzin reingeben. Das funktioniert ja, nicht. Halt, es ist zwar nicht gut für einen Motor. War das nicht Diesel
durch den Druck. Ja, Diesel, ja, ist Diesel nämlich ist ein Selbstzünder. Ist durch den Druck, durch, genau, die Höheverdichtung. Ja, und das ist ja das bei die Verdichtung Benzin hast du ja im Endeffekt das gleiche. Beim Benzin und der Zünder zusätzlich noch, es ist ja wurscht, ob es zündet oder nicht. Du tust ja in Diesel das erste Mal auch mitzünden, mit der Glühkerze. Und deswegen ist es eigentlich so eine Sache, halt auf in einen Dieselmotor kannst du keinen Benzin reinfüllen, das funktioniert einfach nicht, aber umgekehrt geht schon. Es ist zwar nicht gut für den Motor, weil der Diesel eine höhere Explosionskraft hat als der Benzin. Halt mehr Wärme erzeugt. Das sieht witzig aus. Das Silo ist jetzt 95% voll und da wird einfach nochmal das doppelt reinpassen. Habt ihr es nicht schon verteilt? Ist schon am Verdichten. Mit den Silo-Wänden, weil die ja ziemlich hoch sind. Okay. Das ist genauso wie mit den Anhängern, die sind auch nur halb voll. Willkommen zurück, Lukas. Also bei uns gehen die ja teilweise Meter oder höher über die Wände noch drüber hoch. Diesel zündet nicht mit einer. Was? Diesel zündet nicht mit einer Zündkerze. Ich weiß, was ich. Das was ich weiß, durch den Druck. Ja, ja, das ist schon klar. Aber du kannst im Endeffekt kannst das unterstützen. Das ist bei der Glühkerze auch nichts anderes. Du magst ja nur eine Wärme dort. Wo ist der nächste Abfahrer? Ich glaube, er darf nur nicht komplett leer sein. Der Benzin halt muss zuerst laufen. Und sobald der Motor, wenn der Motor dann läuft, dann funktioniert es noch mit Diesel. Ja, den Diesel, du musst Anlasser halt, ne? Bin voll. Ach so, du bist voll. Wo ist der nächste? Ja, ich komm. Ja. Oh, da schlafen sie, meine Abfahrer. Ich ja, der Motor war noch kalt. Erst wenn es erwärmt ist, ja. Aber fahren geht trotzdem. Halt wenn man einen Tank anfüllt mit Diesel statt Benzin, das funktioniert. Die zwei rein kriegt ihr auch rein, ne? Was? Das ist doch der große, oder? Ja. Das so, darum geht es ja so, in die Richtung geht's rein, aber andersrum, in den Diesel kriegst du normalerweise kein Benziner rein. Wo war das, wo du Öl reinkippen konntest? Pflanzenöl? Einen alten Diesel. Dieselmotoren. Ja. Rapsöl hast reinfüllen können oder so. Ja. Halt alles, was mit Pflanzen. Aber neue Zünder mit dem auch nicht. Funktioniert eigentlich nicht. Ja, da gibt's schon Heizöl. Viel zu Zeug. Heizöl ist ganz normaler Diesel. Ist ja nichts anderes. Nur halt mit Farbe drin ein bisschen. Genau. Illegal. Beziehungsweise der Diesel ist verfärbt. Das kommt drauf an. Einmal ist so und das ändert sich jedes Jahr nochmal. Also. Ja, die fahren mit Magnum als Abfahrschlepper. Da geht die Achse kaputt, stimmt's, Lukas? Würde ich auch sagen. Das ist doch bei 9 nicht mehr so. Na, oh ja, das ist immer so halt. Du wirst schon sehen, wenn's durchbrichst. Halt, wenn der John Deere durchbricht. Ach, solange dass ich nicht mit den Deutz fahre. Wenn sowas mal kommt, ne? Ja, das Witzige ist, die Deutz-Motoren sind eben sehr viel im Schienen. An Autos war mir schon klar, dass der Diesel mit einer Glühkerze zündet, aber du kannst es mit einer Zündkerze, glaube ich, auch zünden. Das war eigentlich die Meinung, was der Apfel geschrieben hat. Aber er schreibt nur, wenn es erwärmt ist. Bin mir da nicht so sicher, ob es nicht an kalten auch mit Diesel zünden kannst. Der Octam hat doch eigentlich mittlerweile auch die Vorderachse von Magnum verbaut. Also. Ich habe keine Ahnung, lieber. Das sind so Informationen. Halt, so ein Landwirt bin ich nicht. Werde ich auch nie werden. Black Welche Mamba King, ja, wir nehmen gerade auf, aber du kannst gerne auf und joinen auf dem Server. Wenn du die Mods hast. Also wirklich die größten Trecker, die ich kenne, so ist einfach nur Serien. Ja, das ist das auch, was ich kenne, aber auch nur den kleineren, nicht den ganz großen. Nicht den 5000er. Ja. Und bei uns fahren auch kein Nagelneuer oder so. Black Mamba ist 90%. 100 voll. Ja, fahr so. Weiter. Links, dann auf die Straße. Ja, leck. Ja, leck. Fahren wir gleich oben quer mal, ja. Würde ich sagen. Boah, was machst du denn da? Ja, das Leggen. Das ist, glaube ich, wenn ich so schnell fahre, teilweise. Und der daneben auch noch fährt.
So, los geht's. Zack, eine mit uns. Servus Yannick, willkommen im Stream. Das ist jetzt das größte Feld, oder? Ja. 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 Obwohl 15 ziemlich auch gleich rankommt. Aber das ist ja Ich finde breiter. diese kleinen Trecker sehen so witzig aus. Nicht die, die man in Weinbergen und so benutzt, sondern die so die kleinen Schlepper sein Du sollen. meinst ein zum Beispiel ein Fendt 300er Serie? 200, das sind nur die ganz Ja, kleinen. 200er sind nicht die Schmalspur, schon die Weinberg. Alle. Halt die Ah, da kleinen. ist.